Thank you.
Liebe Musikfreundinnen, liebe Musikfreunde, liebe Stammhörer unseres Festivals Zeitlose Musik, Sie haben erleben müssen, wie die sogenannten Lockdown-Maßnahmen dazu führten, dass wir unser Festival gar nicht durchführen konnten. Um etwas Ähnliches im Jahre 2021 zu verhindern, haben wir uns entschlossen, die drei geplanten Konzerte, die eigentlich im Herbst stattfinden sollen, aufzunehmen und Ihnen dann auf diese Weise zur Verfügung zu stellen, sie Ihnen zugänglich zu machen. Das soll kein Ersatz sein. Wir wollen nicht etwa auf reine Aufnahmetechnik in Zukunft ausweichen und keine Live-Konzerte mehr machen. Bitte das nicht misszuverstehen. Wir haben bis jetzt etwas noch nicht gemacht, was jetzt einmal als Aufnahme und auch in dem möglicherweise eben Live-Festival dann vorkommen wird, nämlich Porträtkonzerte. Und Porträtkonzerte in dem Fall, was Sie heute sehen und hören können, ein Porträtkonzert über unseren einen Composer in Residence, wie man das heutzutage neuhochdeutsch nennt, Felix Treiber, der ja ebenfalls ein aktives Ensemblemitglied als Interpret ist. Herzlichen Dank, Felix, dass du dich erstmal zur Verfügung stellst, ein paar Fragen zu beantworten, die sicherlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren werden. Wenn man sich als musikalischer Laie versucht heranzutasten, nicht etwa jetzt mit solchen banalen Fragen wie komponiert man eigentlich, das ist etwas zu naiv gefragt. Mir fällt nur immer eines auf, wenn ich deine Musik höre, die Formen, die du benutzt, die Formen, die Strukturen, die vorkommen, wirken in einem ganz hohen Maße traditionell. Die Gattungen, wie etwa in dem Programm jetzt ein Trio in dieser Besetzung, Flöte, Violine, Klavier, eine Partita für Viola und Klavier und ein Quartett, ein veritables Streichquartett, wenn auch in einer etwas veränderten Besetzung, statt zweiter Violine eben wie zwei Bratschen drin zu haben. Das wirkt nicht konservativ, sage ich jetzt, aber traditionell. Gibt es einen speziellen Grund für diese Rückbindung? Traditionell hat ja durchaus, wenn ich sage konservativ, würde man auch sagen, es gibt den Aspekt bei dem Werk, bei dem Wort konservativ. Konservare heißt bewahren, also eine durchaus positive Qualität ist. Also ich müsste das zwei Teile beantworten. Das eine betrifft die Form und das andere betrifft die Sprache. Ja. Das ist, also formal ist es so, dass ich der Inhalt wichtiger ist als die Form. Also dass die Form, diese Bezeichnung Partita, Trio, Quartett, das sind einfach nur äußere Merkmale. Partita heißt, dass es ein klar gegliedertes Werk ist. Das heißt, der ursprüngliche Titel von aufgeteilt im Barock. Ja. Es hat auch ein bisschen Suitencharakter. In dem Fall von der Bratschen Partita kommt das so etwas ähnlich, was ein bisschen an den Chic erinnert am Ende vor. Also bei Trio ist es einfach eine Bezeichnung, dass es eben drei Instrumente sind. Das ist einfach so neutral wie möglich, die Titel. Quartett auch, weil ich möchte nicht den Zuhörer etwas suggerieren, also ein Vorurteil über das Stück schon geben, indem ich irgendeinen Titel wie Sonnenuntergang oder irgendwas mache. Also irgendwas, das ist ein banales Beispiel. Naja. Also irgendeinen deskriptiven Titel gebe. Ja. Naja. Das ist zwar schick, das macht sich gut naja. So auf dem Programmzettel, aber es nützt eigentlich nicht zum Verständnis. Also es hilft dem Verständnis wenig, wenn ich jetzt da nicht die Musik einfach selbst sprechen lasse, weil das, was die Musik ausdrücken kann, kann nur sie. Ich kann es sprachlich nicht. Also sonst würde ich ja dichten versuchen oder so. Ja. Oder malen oder was. Also wenn man das anders ausdrücken könnte, dann Musik hat eine Eigensprache, die nicht so leicht übersetzt werden kann. Und das andere ist die Sprache selbst. Da
gibt es ja viele Entwicklungen im 20. bis 21. Jahrhundert, dass man versucht hat, neue Sprachen zu entwickeln und neue Klänge zu entdecken. Mir ist wichtiger, mit der schon etwas vertrauten, sagen wir vertrauten Sprache, etwas Neues zu sagen. Also nicht mit neuen Mitteln suchen und womöglicherweise was Altes zu wiederholen in neuen Gewand. Das passiert manchmal ja auch, wenn man sich fixiert auf neue Techniken. Dass man dann mit einer neuen, es gibt ein Beispiel, zum Beispiel mit einer Zwölftontechnik. Ja. Was ja Schönberg war ja absolut ein Neuerer in seinem Ausdruck. Andererseits muss man sagen, da wo er zwölftönig war, technisch fortschrittlich wurde, wurde er auf dem Ausdruck her weniger fortschrittlich. Beispiel umgekehrt ist Sibelius, der eigentlich nie neue Mittel an sich verwendet hat, aber sie in dermaßen neuen Zusammenhang gestellt hat, dass es vielleicht eines der modernsten Komponisten eigentlich war in seiner Zeit. Man betrachtet nur die vierte Sinfonie oder Tapiola. Also das, was da passiert, ist dermaßen unerhört eigentlich. Und auch richtig psychologisch verstörend ab und zu. Und das kommt auch dieser Effekt, dass es so eine starke Wirkung auf die Psyche hat von Zuhörer, liegt auch mit daran, denke ich, dass das Vokabular vertraut ist und das schon etwas erweckt, was man sofort auch innerlich reagieren kann. Und das ist was anderes, wenn man jetzt neue Klänge vorstellt, dann ist der Zuhörer erstmal fasziniert von der Erscheinung. Und wenn man was Neues betrachtet, geht man eher auf eine gewisse Distanz, also psychologisch. Man sieht, das ist ein Gegenstand und das ist Gegenstand, das ist bewundernswert, das ist was Neues, das ist schon interessant, faszinierend. Aber es ist nicht etwas, mit dem man sich auseinandersetzt zunächst mal so sehr. Also die nicht vertraute Oberfläche sozusagen, ja. Die man so auf dem. Es gibt auch Fälle, wo sich das trifft, also wo es dann durch den neuen Ausdruck etwas Neues gleichzeitig entsteht. Messiaen sind ein Beispiel. Ja. Das ist für mich ein sehr wichtiger Komponist. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Dimension, in der du keine Kompromisse machst, habe ich den Eindruck beim Hören immer, weil es immer letzten Endes weil die Emotion im Vordergrund steht, die Botschaft, die drinsteckt, und die zielt auf den Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht irgendwelche abstrakten Dinge versucht in die Welt zu bauen und jetzt sich dafür bewundern zu lassen, sondern dass es eine Aussage ist von einem Menschen, der erwartet, dass Zuhörer da sind, an die das gerichtet ist und die auch zuhören sollen und das aufnehmen sollen. Also ich denke, wir haben genug versucht, den Gegenstand, um den es eigentlich geht, verbal einzukreisen und ein bisschen zu beleuchten. Das über die Stücke selber möchte ich eigentlich gar nicht sprechen. Die Stücke wirken durch sich selbst, sollen durch sich selbst wirken. Wie hat der Brahms mal so schön gesagt, in meinen Werken spreche ich. Ne? Und hat sich ja immer geweigert, das zu kommentieren. Ich glaube, er hat sehr recht gehabt. Also lassen wir das jetzt auch sein und schließen wir das Gespräch ab und lauschen wir weiter der Musik. Danke fürs Zuhören trotzdem dazu. Thank you.
Thank you.